Leute, spontan, ohne große Ankündigung, hat Apex Legends einen Story-Modus eingefügt. Story-Modus muss man Anführungszeichen setzen. Lasst euch also nicht irreführen. Ich gehe mal kurz hier ins Menü. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video darüber gemacht. Das war mehr oder minder ein Spoiler-Video, wo es um den Story-Modus geht, Loba, Revenant und so weiter. Ich habe mich selber nicht spoilern lassen. Ich habe wirklich mir nur den Inhalt geholt, habe das als Video verwendet. Und jeder, der sich jetzt nicht spoilern lassen will und das selber erspielen will, der sollte natürlich jetzt auch nicht weiter gucken. Es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ihr habt übrigens, wer sich wundert oder wer sich fragt, ihr habt bis zum Start von Season 18 Zeit, diesen Story-Modus zu machen, und ihr könnt den immer und immer wieder spielen. Der ist extrem umfangreich, würde ich sagen. Okay, wenn man den Flow drin hat, weil es ist echt nicht einfach, bis zum Schluss zu kommen. Das ist knifflig und man stürzt sehr häufig ab. So viel spoiler ich schon mal. Deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, wie lange habt ihr gebraucht. Ich lasse das alles uncut, um zu einfach mal für euch einen Vergleich zu sehen, wie lange man braucht, wie oft man vor allen Dingen versagt, bis man weiß, wo muss man hin. Das ist nämlich echt nicht schlecht. Das macht definitiv Bock auf mehr für die Zukunft in Apex Legends, Story Modi und so weiter. Das Fortführen der Stories, der Legenden und so weiter. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, und es sollte natürlich klar sein, dass es ein Teaser rund um den Revenant Reborn Spaß in Season 18 geht. Wir starten jetzt mit meinem Gameplay. Es dauert eine Weile. Nehmt euch die Zeit, ich würde mich freuen. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Haut rein. Viel Spaß. This place. Why does it feel like I've been here before? Hell of a first trip to Salvo. Someone call for a getaway pilot? Darling, we haven't done anything that warrants a getaway yet, but we might now with this spirited entrance you just made. So you'd prefer me stealthy and fashionably late? No, wait, that's you. They say opposites attract. Where are the others? Back there. Just... Loba? Don't go zoning out on me again. You should go, darling. I'll see you later. Copy. See you later. Düster alles. Nessies dürfen nicht fehlen. Also das Ding ist ja, man könnte ja vor ein paar Wochen dieses Gameplay schon geleakt sehen. Ich habe mir das tatsächlich nicht reingezogen, weil ich das einfach selber rausfinden wollte. Vielleicht sollte man auch einfach mal auf den Knopf drücken, okay? Das ist natürlich geil. Also ich glaube, jeder, der sich nicht hat spoilern lassen, hat es wahrscheinlich richtig gemacht. Deswegen lassen wir das schön uncut. Aber unten links gefühlt keine Cooldown für den Portal. Das wäre natürlich echt geil.
Tag. Kannst eigentlich nur hoffen, dass sie das in Zukunft öfter bringen für die Legenden. Das wäre schon auf jeden Fall was. Weil Fakt ist, das hat Respawn irgendwann selber gesagt, diese Story-Elemente sollen nicht mehr sein. Und das sieht alles andere als wir machen das nicht mehr aus. Kann ich von hier aus weiter porten? Nee, das sieht nicht so aus. Schön noch Diablo aktualisiert, toll. Das zocke ich zurzeit eh nicht. Risiko. Okay. Das dachte ich gerade, dass ich euch irgendwo. Wallbones machen, verkackst du direkt. Oh, man erkennt es aber auch echt bescheiden. Alles klar. Ich glaube, das war dumm. Applaus dafür. Nicht geklappt, Alter. Ich bin echt ein Thorsten. So. Oh mein Gott. Man sollte sich vielleicht mal angewöhnen, ein bisschen genauer zu gucken, bevor man losrennt. Dritten Mal funktioniert es dann aber auch nur halbherzig. Stopp, da soll's lang gehen. Gemacht. Ah, da oben. Da sieht man mal, was Apex eigentlich für ein Potenzial hat. Könnte man echt geile Sachen draus basteln. Auch die Story von Krypto, das wäre so lohnenswert, das mal fortzuführen. Echt stark. Würde mal interessieren. Aber das werden wir wahrscheinlich demnächst im Netz sehen. Ob es hier noch irgendwelche versteckten Easter Eggs gibt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Muss ich vielleicht hier runter? Sieht so aus. Oh, Ziplines. Damit habe ich jetzt mal ja nicht gerechnet.
Oh Gott, Alter, absolut instinktiv. Warte mal, stopp, von dort bin ich gekommen. WTF? Keine Ahnung, ich mach einfach. Ich hab's mir fast gedacht, dass das nicht alles ist. Auch nicht. Okay, da müssen wir wahrscheinlich nochmal zurück. Das ist ja schon mal witzig. Da geht noch einer nach links. Stopp, das war nicht richtig. Das war's. Doch nicht. Ich sterbe. Okay, sterben geht nicht. Das ist interessant. Warte mal, ich habe gerade einen leichten Orientierungsflash. Ich drücken, was ich will. Sie wollte sich nicht festhalten. Leicht hopp, Alter. Das ist ja, Alter, wenn du einmal nach unten sippst, bist du eigentlich schon am Ende. Vergiss es, was ist hier los? Hallo Nessie. Das ist interessant. Aha. So, jetzt kann ich quasi nochmal von... Ich raste gleich aus, wirklich. Das macht ja hart aggressiv hier. Wir nehmen einfach mal diese Zipline. Die wollte ich nicht. Also, ohne Mist, ich bin gespannt in den Kommentaren, wie ihr euch anstellt. Das ist ja übelst bescheiden. Die greift nicht immer nach der Zipline. Jetzt hat's geklappt. Das will sie einfach nicht machen. Okay, das ist echt tricky. Man könnte einfach auch so machen, ich Trottel, aber ich weiß halt gerade nicht, ob ich einen Orientierungsfehler habe. Ich kriege diesen Bracelet nicht geschmissen. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss mich noch mal ganz neu orientieren. Kann das sein, dass ich vielleicht darüber muss? Nein. Ey, das ist echt tricky. Stopp, stopp. Okay, ich muss definitiv hier rüber. Okay, jetzt stehe ich irgendwo. Naja, ja, das ist echt heftig. Die hält sich einfach nicht da oben fest, du kriegst das Brechen. Die lässt automatisch los. Ich habe aber noch keine Lösung dafür. Weil hier funktioniert's. Ich muss definitiv da oben irgendwie ran. Ich weiß nur noch nicht wie. Nee. Das ist auch nicht die Lösung. Das ist echt heftig. Boah, das triggert, ey. Ich glaube, wir sehen uns ja noch Stunden noch.
will jetzt noch mal von hier kurz gucken. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Die Tür ist zu. Ist hier irgendein Tunnel, von dem ich nichts sehe? Das sieht nicht so aus. Also es macht... Hier kannst du überall nicht stehen, okay. Übelst heftig, wirklich. Ich versuche jetzt einfach verzweifelt irgendwo zufällig zu landen. Oh mein Gott, wo bin ich? Scheinbar bin ich hier gerade irgendwo zufällig gelandet. Warum sieht sie nach unten? Was soll der Scheiß? Muss ich das verstehen? Sie sippt einfach nach unten. Ah, jetzt. Ah, zu früh gedrückt. Jetzt habe ich aber wenigstens schon mal gesehen, was ich machen muss. Das Ding nach unten, ist das bescheuert, ey. Oh Mann. Schön. Oh, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Sie will da nicht reingehen. Mann, ich dachte, ich habe den Zugang getroffen. Das ist echt tricky. Krass. Das hat irgendwie was von Destiny. Ich weiß auch nicht. Irgendwelche super richtig bescheidene Sprungphasen. Oh, heftig. Also du kannst nicht überall einfach so halten. Das ist echt... noch nicht. Ob das so gewollt ist, dass ich hier stehen kann. Scheiße. Nee. Boah, ist das schwer. Krass. Also Respekt, wenn das einer First Try macht, ohne Scheiß. Nee, du musst direkt von der Zipline da reinporten. Das ist aber gar nicht so einfach zu treffen. Wenn man dann weiß, was man machen muss, ist es doch ein bisschen einfacher, logischerweise. This is Salvo, not Solas. This is just another heist. Hola. Muss ich nichts aktivieren irgendwie? Das sieht aus wie eine Codekarte, die ich brauche. Ich sehe nur irgendwie keinen Schalter.
Hallo? Schalter? Den Shop habe ich nicht gerafft gleich, okay. Ja, geil, Alter. Also, okay, nicht schlecht. Mich würde mal interessieren, runterspringen und einfach wieder da sein, wo ich vorhin war. Aber wir versuchen es richtig. So wollte ich nicht. Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie lange ihr gebraucht habt, ohne Scheiß. Also ich bin jetzt hier mit allem drum und dran bei 20 Minuten Stand jetzt und ich habe gerade noch keinen Plan, was auf mich zukommt, aber ich denke mal, oh, das ist ja hier Super Mario Style. Ha? Oh, ernsthaft? Komm! Wo ist the next platform? What? Stopp noch mal bitte. Da. Das ist ganz schön weit bis dahinter, finde ich. Kann ich von hier aus vielleicht gleich die zweite Plattform versuchen zu erreichen? Oh, blockier halt. Das könnte funktionieren. Das versuchen wir mal. Habe ich ein bisschen mehr Luft. Das müsste gehen. Ja. Perfekt. What? Wie soll... Warte mal, stopp. Wie soll das funktionieren? Zu früh, scheiße. Wenn das die leicht versetzt passieren. Also ohne Scheiß, ich als den Tort unser Schlauch. Ne. Hä? Das Ding, ich weiß gerade nicht, warum ich nicht runtergefallen bin. Also ich kann es nicht beantworten. Theoretisch hätte ich runterfallen müssen. Schätze ich mal. Hallo? Warum habe ich in meinen... Ah, da kann ich auch noch rein. Ach, du ahnst es nicht. Das war jetzt eher Zufall. Das ist echt crazy, ohne Scheiß. Das macht übelst Laune. Aber die Stelle gerade, dass ich da nicht runtergefallen bin, das täte mich mal interessieren, warum das so war. Okay. Hätte das nicht eigentlich jetzt aber machen müssen? Ja, wahrscheinlich. Skateboard war geil. Die haben sich echt was einfallen lassen, muss man mal sagen.
Aber ganz ehrlich, für wen haben die das bitte gebaut? Schon geil. Das sieht nach. Ja, sieht nach dem Ende aus. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Finale aussieht. Someone used this recently. And took something. What did you leave behind, Silva? Empty! No! Gänsehaut, ist das geil. Ich meine, das Abschlussbild kannte ich mit diesem Auge. Aber das ist im Endeffekt ist klar, das geht um das Revenant Reborn Gedöns. Revenant war da drin, hat neue Fähigkeiten bekommen und alle sind glücklich. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Weil irgendwann ist da auch der Teaser mit diesem verbuggten Revenant-Logo im Auswahlmenü. Das ist nicht mehr lang hin. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass das vielleicht damit aktiviert ist. Aber Alter, das hat mal richtig, richtig Bock gemacht. Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare. Wünscht ihr euch mehr davon? Ich fand es tatsächlich geil. Und wie gesagt, natürlich jeder, der sich von mir hat vor ein paar Wochen spoilern lassen, hat sich den ganzen Spaß angeguckt. Ist natürlich schade, muss jeder natürlich vorher wissen, auf was er sich da einlässt. Ich habe es mir bewusst selber nicht angeguckt, um zu gucken, wie lange brauche ich dafür, weil mir bewusst war, dass das so ein bisschen mit Jump'n'Run, Rätsel, Porten hier, Porten da. Und da wusste ich, dass da gucke ich, wenn es raus ist. Aber ich bereue nicht, dass ich mich nicht habe spoilern lassen. Und wenn man das auf eigene Faust rauskriegt, macht das natürlich richtig, richtig Spaß. Also Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt und lasse das bewusst uncut. Um einfach mal zu vergleichen, wie dumm kann man sich anstellen. Bin gespannt, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Ich bin jetzt bei ungefähr 25 Minuten gewesen mit allem drum und dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.